SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen uns nicht zu wundern, dass sich immer weniger Frauen für Kinder in unserer Gesellschaft entscheiden. Das Risiko, in Armut zu fallen, ist für Mütter enorm hoch. Und ganz besonders betroffen sind Einfamilien, Einelternfamilien. Hier ist das Risiko fünfmal höher als für Frauen, die einen Partner haben. Und wenn wir mal anschauen, wie viele Frauen sehr, sehr schnell in Langzeitarbeitslosigkeit, also in Hartz IV fallen, bei den Alleinerziehenden, dann sind das mit einem Kind 4 von 10. Und haben sie mehrere Kinder, dann sind es schon 8 von 10. Also das sind Zahlen, die uns alarmieren müssen. Das ist eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die wir unbedingt bekämpfen müssen. Und deshalb haben wir auch unseren Antrag hier, unsere Anträge vorgelegt. Ja, Herr Kollege Heinrich und Frau Kollegin Schön, diese Anträge sind auch dringend nötig. Denn wenn alles so toll, so gut in Ordnung wäre, wie Sie das beschrieben haben, dann hätten wir diese katastrophalen Zahlen nicht. Deshalb brauchen wir Maßnahmen, damit sich in unserer Gesellschaft etwas ändert, damit Alleinerziehende tatsächlich eine starke Lobby in unserem Land haben. Ja, wie sieht die Wirklichkeit für alleinerziehende Frauen in unserer Gesellschaft aus? Sie sind häufig prekär beschäftigt, wenn sie dann überhaupt Arbeit haben. Sie verdienen weniger, sind öfter befristet beschäftigt und arbeiten, obwohl die Quote der vollzeitbeschäftigten Mütter und der den Alleinerziehenden besonders hoch ist, häufiger in unfreiwilliger Teilzeit als Mütter aus Paarhaushalten. Ja, nun müssen wir mal gucken, was tut die Bundesagentur für Arbeit, was tun die Jobcenter, um diese Situation zu verbessern. Fakt ist, jahrelang wurde dort für Alleinerziehende auf Sparflamme gekocht. Sie mussten zugunsten Arbeitsloser und Arbeitssuchender, die leichter zu vermitteln sind, hinten anstehen. Das belegt eine Studie, die das Bundesministerium für Arbeit auf unsere Initiative hin in Auftrag gegeben hat. Unser damaliger Arbeitsminister Olaf Scholz hat diese Benachteiligung aufgegriffen und zum Thema gemacht. 2010 klingelten dann auch bei der Ministerin von der Leyen die Glocken. Alleinerziehende sind seit 2010 einer von 6 Geschäftsschwerpunkten der Bundesagentur für Arbeit. Meine Damen und Herren, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Immer mehr Alleinerziehende sitzen nun in Maßnahmen der BA und der Jobcenter. Eine neue Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der BA sagt, dies erhöhe die ansonsten sehr niedrige Chance auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung enorm. Also ein hoffnungsvolles Ergebnis. Tatsache ist aber auch, immer noch werden anteilsmäßig zu wenige Alleinerziehende überhaupt gefördert. Und leider, sagt die Studie auch, die Chance, aus Hartz IV heraus innerhalb der nächsten 1,5 Jahre eine bedarfsdeckende sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden, liegt bei Müttern aktuell unter 8%. Das muss man sich mal vorstellen, unter 8%. Es bedarf also noch, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr große Anstrengungen, um Frauen gerechte Chancen einzuräumen. Die müssen aber dann auch unternommen werden. Ja, und damit dies gelingt, müssen BA und Jobcenter die richtigen Instrumente und vor allem das nötige Geld für Maßnahmen bekommen. Was aber machen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Schwarz-Gelb? Was macht Ihre Arbeitsministerin? Sie dampfen die dringend nötigen Gelder für eine erfolgreiche Arbeitsvermittlung rigoros zusammen. Sie weiten die Minijobs aus und rauben damit gerade Alleinerziehenden Möglichkeiten, in reguläre Beschäftigung zu kommen. Sie führen ein Betreuungsgeld ein, das Alleinerziehende in ihren beruflichen Perspektiven
massiv benachteiligen wird. Diesen Ungerechtigkeiten muss ein Riegel vorgeschoben werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und FDP, nehmen Sie die Wirklichkeit von Alleinerziehenden endlich wahr und richten Sie die Arbeitsmarktpolitik darauf aus. Denn hier liegt einiges im Argen. Nur zwei Beispiele dazu. Geforderte Arbeits- und Wegzeiten sind für arbeitslose Alleinerziehende oft viel zu lang. Gehen Alleinerziehende eine neue Partnerschaft ein und gründen einen gemeinsamen Haushalt, ist der neue Partner sogar für die Kinder sofort einstandsverpflichtet. Paare ohne Kinder haben ein Jahr Zeit, sich zu beschnuppern. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine hanebüchende Ungleichbehandlung mit fataler Konsequenz. Alleinerziehende im Leistungsbezug bleiben meist alleinerziehend. Das dürfen wir nicht länger zulassen. Wir fordern deshalb in unserem Antrag, Gleichstellungspolitik endlich im SGB II gesetzlich verankern, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und das Nachholen von Schulabschlüssen in Teilzeit anbieten, Fördermaßnahmen auch für Mütter in Elternzeit, flexible Kinderbetreuung sicherstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es verstößt gegen die Grundwerte unserer Demokratie, dass Frauen benachteiligt und vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden, nur weil sie ihre Kinder allein betreuen Kollegin und großziehen müssen. Kollegin Hiller-Ohm, das Minus vor der Zeit sagt ich Ihnen, wie viel Sie Schluss. Schon drüber sind. Und wir können uns auch so etwas überhaupt nicht leisten, wenn wir wollen, dass unser Land wettbewerbsfähig bleibt. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen diese tollen, hochmotivierten Frauen. Setzen Sie sich endlich für Alleinerziehende ein. Diese brauchen eine starke Lobby. Danke schön. Das Wort hat der Kollege Pascal Koch.